Wir gratulieren. Wir gratulieren, Beatrice Körmer. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja. Ich gebe dir noch Wort gern weiter. Ja, bitte sehr. Unglaublich. Dankeschön. Du hast zurzeit wirklich einen Lauf, könnte man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch so sagen. Nummer 1 beim Radio mit deinem Song. Unglaublich tolle Shootings habe ich vor kurzem gesehen, Unterwassershootings, schöne Bilder oder Fotos auch in der Madonna. Also geht gut. Es geht auf jeden Fall gut, ja. Und das Besondere ist, dass mir alles auch wirklich so viel Spaß macht, was ich mache. Und ja, das ist etwas ganz Besonderes, dass ich jetzt auch wirklich diesen Award gewonnen habe. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, weil ich so wahnsinnig starke Konkurrentinnen noch hatte. Mhm. Deswegen bedeutet es mir umso mehr, dass ich das jetzt wirklich gewonnen habe. Was hast du gemacht, um zu gewinnen? Ich habe eigentlich sehr oft auf Instagram auch einen Aufruf gestartet, dass mir meine Follower für mich voten, auch auf Facebook und WhatsApp und so den Link verschickt und halt alle aufgefordert, wirklich jeden Tag zu voten, weil also es war ja ziemlich streng, dass man alle 24 Stunden einmal voten darf. Was ja auch aber okay ist. Ist also, okay, natürlich. Das, ja, ich könnte mal Callcenter beauftragen und voten dann. Das stimmt. Es ist so viel fairer eigentlich. Ne? So ist es, ja. Also es ist sehr gut gemacht. Aber ich bin froh, dass meine Leute da noch dran geblieben sind und für mich gewotet haben. Und ja, jetzt habe ich ihn endlich da in meinen Händen und das ist ja ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Dein erster Madonna-Blogger-Award? Ja, genau, das ist mein erster. Was bedeutet das jetzt, glaubst du, für dich? Ja, es bedeutet für mich, dass ich jetzt auch auf Instagram und auf Social Media einfach was erschaffen habe, was ich mir eigentlich vor ein paar Jahren so noch nicht gedacht hätte. Weil, also mein Hauptziel war ja immer, Model zu werden. Ja. Und Social Media habe ich dann so nebenbei mitgemacht und dass ich jetzt wirklich so viel Erfolg damit haben kann, das hätte ich mir damals nicht gedacht. Das ist echt wirklich ein schönes Gefühl. Wohin soll die Reise noch gehen? Wenn du machst, Schauspiel ist, glaube ich, das Nächste, was irgendwie angedacht ist. Genau, ja. Du hast schon ein paar Insider-Informationen. Ja, ich habe jetzt eine Rolle angeboten bekommen und ja, jetzt werden wir schauen, wie das umsetzbar ist mit Corona, aber ja. In Österreich oder in Deutschland? Oder noch weiter weg? Nein, es wird in Österreich gedreht und ja, es ist aber eine internationale Serie und ja, wir werden sehen, was sich daraus noch ergibt. Wo zieht es dich mehr hin oder willst du weiterhin so breit aufgestellt sein, dass du eben sagst, Model, ich mache Musik, Schauspiel. Ich meine, in Amerika, wenn man nicht Model, Schauspielen kann, tanzen kann, singen kann, kriegt man eh keinen Job. Ja, also wie gesagt, mir macht das alles sehr viel Spaß und ich glaube, die Abwechslung macht es aus. Also das, der Hauptfokus liegt bei mir natürlich beim Modeln, aber das alles rundherum einfach mal mitmachen und Erfahrung sammeln, das ist einfach schön und das genieße ich sehr. Was ist dein Erfolgsgeheimnis, glaubst du? Mein Erfolgsgeheimnis, ich glaube, dass ich muss eigentlich keinen Content erfinden, weil durch meine Tätigkeit als Model und als Miss Vienna ergibt sich das eigentlich so im Alltag und deswegen, also ich bin jetzt auch keine klassische Influencerin, sondern ich poste einfach das, wenn ich mir denke, das möchte ich jetzt mit der Community teilen und das könnte die Leute interessieren. Wenn es aber auch Tage gibt, wo ich jetzt keine Lust habe oder wo es gerade nicht so was Spannendes passiert, da ist es dann für mich auch okay, wenn ich einfach mal einen Tag Pause habe und nichts poste. Und du machst alles selbst? Steckt keine Agentur dahinter? Nein, das mache ich alles selbst. Und überlegst dir genau, an welchem Tag du was postet oder ist es so, wie du sagst, eher spontan? Teilweise überlege ich natürlich schon, wie das dann vom Feed her zusammenpasst, dass das alles dann schön wirkt und zusammenpasst. Aber es ist auch oft mal so, dass ich mal ein Foto oder ein Selfie mache und mir denke, ja, das ist schön, das poste ich jetzt gerade. Also es ist teils. Manchmal ist es geplant und manchmal ganz spontan. Also es klingt noch sehr mühelos. Es klingt noch nicht nach wirklicher Arbeit. Oder hast du manchmal das Gefühl, es ist schon Arbeit? Es ist schon Arbeit, aber dadurch, dass ich es wirklich sehr gerne mache, kommt es mir auch nicht nach Arbeit vor. Und dadurch, dass ich es auch in meinen normalen Model-Alltag und Miss Vienna-Alltag eben einbinden kann, also das sind ja Sachen, die ich sowieso machen würde, und dass ich das eben dann auf Social Media dokumentiere quasi, geht das alles in einem. Mhm. Und weißt du schon, wo der Award seinen Ehrenplatz bekommt? Ja, der kommt neben die Miss Vienna Krone, neben meinem Schminktisch. Da hat er einen ganz besonderen Platz. Wie sehr achtest du darauf, dass du halt immer auch gut ausschaust auf den Fotos, auch auf Instagram oder ja, so? Ja, natürlich, da achte ich schon sehr drauf. Ja, das ist mir persönlich schon wichtig. Ja. Ich meine, natürlich, niemand ist perfekt und wenn jetzt mal ein Foto jetzt nicht ganz perfekt ist, ist jetzt auch nicht so tragisch, aber generell, jeder sucht sich die schönsten Fotos aus zum Posten, natürlich. Verspürst du da manchmal einen Druck? Immer schön zu sein, immer dünn sein zu müssen? Natürlich muss man auf die Figur achten, das ist ganz klar. Aber ich mache jetzt keine Diät oder so. Also ich bewundere ja die das wirklich durchziehen. Gerrit Rux zum Beispiel,
wahnsinnig tolle Figur und wirklich diszipliniert und strikt. Das ist bei mir nicht so. Also ich esse wahnsinnig gern und ich esse das, was ich gerne mag und was mir halt gerade so in den Sinn kommt. Und das genieße ich auch sehr. Aber du machst natürlich schon Sport. Ja, ich mache Sport und natürlich auch eher auf der gesunden Schiene. Das wäre jetzt unfair. Essen und dann keinen Sport machen ist unfair. Nein, natürlich alles im gesunden Maße, aber nicht so diszipliniert und strikt, wie das andere vielleicht tun. Das wird honoriert, denn du gewinnst in der Kategorie Society und Lifestyle. Also scheinbar bist du da genau auf dem richtigen Weg unterwegs. Dankeschön. Gratulation. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei allen, die für mich gewotet haben, die mich unterstützt haben. Bei meinen Eltern, meiner Familie, meinem Partner und ja, also ohne den Leuten, die hinter mir stehen, auch die Miss Austria Corporation, hätte ich es nicht so weit geschafft, wie ich jetzt heute bin. Und dafür bin ich sehr dankbar.